Das ist Son Ki-chung, Olympiasieger von 1936. Als erster Koreaner konnte er sich damals in Berlin die Goldmedaille im Marathon sichern. Das Ganze mit olympischem Rekord. Zu seinen Ehren wurde am Mittwoch ein Denkmal auf dem Gelände vom Horst-Korber-Sportzentrum eingeweiht. Direkt auf dem Weg, an dem 1936 die Marathonstrecke verlief. Die Koreaner haben lange darum gerungen, einen würdigen Platz für ihn zu finden. Und ich bin sehr froh, dass uns das nun heute hier gelungen ist. Da Korea 1936 noch besetzt war, musste Son Ki-chung für Japan starten. Für ihn eine Schmach. Erst viele Jahre später und nach langem Kampf wurde ihm der Titel unter koreanischer Flagge anerkannt. In seiner Heimat wird Son Ki-chung noch heute als Volksheld verehrt. Son Ki-chung ist nicht nur Olympiasieger, er hat auch harte Zeiten durchlebt. Gerade zu einem Zeitpunkt, wo wir uns am Scheideweg zwischen Vergangenheit und Zukunft befinden, ist er für die Koreaner daher auch eine Symbolfigur. Es hat eine große Bedeutung, dass die Statue an dem Ort aufgestellt wurde, wo er langgelaufen ist. Mit Blick in die Zukunft, aber auch die Vergangenheit bleibt lebendig. Das ist wichtig, auch für Berlin. 과거에 어떤 일이 있었는지 이런 걸 되새겨보는 데도 매우 큰 의미가 있다고 생각을 하고 베를린이 바로 그러한 장소라고 생각합니다. Vor genau 30 Jahren weilte Son Ki-chung abermals in Berlin und stattete dabei dem Glockenturm einen Besuch ab. Das war die 50-Jahr-Feier der Olympiade und er kam zum Glockenturm und sprach uns an, dass er eben koreanischer Olympiasieger ist. Und ich war natürlich sofort interessiert und wusste natürlich auch Bescheid. Und er hat mir eine Autogrammkarte gegeben und dann habe ich natürlich noch eine Postkarte vom Glockenturm genommen und ein Autogramm erbeten, um den Tag zu dokumentieren. Im Jahr 2002 verstarb Son Ki-chung im Alter von 90 Jahren. Doch sein Andenken wird noch viele Jahre weiterleben, auch in Berlin.